Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter mit Professor Weasley, mit dem die wir treffen wollen, sollen und dem Raum der Wünsche. Also wir haben einige Aufträge bekommen, jetzt in den letzten Möglichkeiten. Wir haben ja, wie ihr seht, wir haben eine ganze Liste hier voll. Flugprüfung. Okay, wir können auch einen Besen kaufen. Aber wir machen jetzt erstmal, und bei euren Post ist da wohl reingekommen gerade. Guten Tag, ich bin Lücke, unterstütze meine Lieferung und dachte, Sie wären vielleicht interessiert. Bitte besuchen mich in J. Pippins Traubertränke, wenn Sie sich am Vermögen verdienen möchten. Ein bisschen Aufgaben. Okay, eine leichte Aufgabe. Aber nicht jetzt, wir machen erstmal hier Raum der Wünsche und so. So, für das Ding nennen wir dann, kriegen wir dann die Pulse, oder was? Den Zauberspruch. Da stehst du hier rum und klatscht. Wie auch immer. So, warte mal. Dann gehen wir mal hier hoch. Der scheint wohl über uns zu sein. Was hat er gesagt? 7. Stock oder so war das, ne? Astronomieturm. Warte mal, das war hier vorne, war das. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Unfreiwillig aktiviert. Ich glaube, dreimal musst du auf und ab gehen. Verzeihung, der Schulleiter rief mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Ich habe doch nicht mal was gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Sie wundere ich mich, ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht oder so in die Richtung. Cool. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Bevor sie jetzt weiterspricht. Das sind ja auch die Stelle, wenn ihr in den letzten Harry Potter Filmen seht. Die Stelle, wo, glaube ich, Crab oder Goyle, eine von beiden, stirbt. Das sind ja die Haufe den ganzen Stühlen. Die klettern ja da hoch, da brennt das ja und dann fällt er ja runter. Ne, mit dem Feuer. Aber ich hatte nicht gedacht, dass die Sachen einfach so hier rumstehen. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Kann ich das wegzaubern? Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay.
Ivanescu. Ein neuer Zauber. Nun zaubern Sie bitte Ivanescu auf diese Stühle. Gut, da muss ich jetzt Ivanescu kurz reinsetzen. Ja, wie gesagt, hier sind die Unverzeihlichen, also die werde ich definitiv reinballern. Dann irgendwann. Vielleicht sogar alle drei, ich weiß es. Ja, wir wissen es einfach noch nicht. Wir müssen mal gucken, was wir lernen. Reparo. Ist das hier Lumos? Ne, das sind doch. Was ist denn der Zauber? Warte mal. Expelliarmus, ja. Was ist das denn? Divioso. Incendio. Ivanescu, wo war denn? Ach, hier ist der. Warte mal, nee. Wir nehmen jetzt mal den hier. Und Accio geht da drauf. Oder Accio. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Mondstein, okay. Wo in Merlins Namen steht dieser Elf? Okay, wir können jetzt gerade nicht einfach random. Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir die finden? Ja, Professor. Gut. Wir sollen. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns. Okay. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Okay. Was haben wir hier? Wenn jetzt ein Port ist, der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Eine Badewanne-Notiz. Was haben wir hier? Schleifstein. Okay. Incendio. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Aber sagt der Rob eigentlich nicht normalerweise immer das an, was man im Mund gerade braucht? Da war, glaube ich, irgendwann mal ohne mehr wie Vater Band. Ich weiß gar nicht, welcher nicht. Der zweite Band, dritte Band. Wenn jemand mal Drehungs hätte muss, dann könnte da. Ne, warte mal, im ersten war es natürlich, oder? Mit Dumbledore auf jeden Fall. Wenn jemand auf Toilette muss, dann. Oder jemand. Ein kleines Bedürfnis hat. Hier wird der Schweine. Was war das? Ach, hier. Komm mal raus da. Das ist ein goldener Schnatz. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich hab da. Hier sind ja auch Quidditch. Ach, hier sind Quidditch-Untersuchungen. Also hier die Quaffe. Hauspokale. Komme ich hier weiter? Nee.
dachte, ich könnte hier weiterkommen. Irgendwie. Ich meine, hier steht ziemlich viel so. Da muss ich da außen durch? Wie viel Gerümpel so rum, was? Das war eigentlich das Ende des Satzes. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ja. Was ist das? Also Licht, ja, haha. Dieses blaues Licht, was macht das? Ist leuchtet blau. Heute Flurflamme, oder? Also doch. Diek. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Diek kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Diek, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Diek hat sich angeschaut, was seit Diecks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Diek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Diek kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Diek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Diek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich will auch sowas können für zu Hause und zum Aufräumen. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Das probieren wir mal aus. Wir haben ja, glaube ich, zwei Sachen. Geziemende Schuluniform mit Blazer und gegerbter Umhang. Warte mal, wir gucken uns gerade mal an, was der überhaupt bringt. Nur so nebenbei gerade. Das bringt gar nichts. Das bringt zumindest etwas. Würde er schaden, die chinesischen Kaukohl. Geziemende Schuluniform. Also schon mal alleine bringt diese Schuluniform, bringt zumindest ein bisschen was. Warum ich die Sachen behalte, liegt einfach daran, dass ich sie gerne verkaufen möchte, um ein bisschen Kohle zu machen. Gut, haben wir das auch.
Was haben wir hier? Die Badewannennotiz. Sammlung. Beschwörung. Okay, schreibt euch der Beschreibung. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Ins Zentrum. Es war nur mal so. Gut, warte mal, Professor Weasley, wollt ihr noch was von uns? Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Wir lernen noch einen zweiten Zauberspruch. Der Beschwörungszauber. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberanweisung nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. So, beschwöre den Pflanztisch. Wie mache ich das denn? Warte mal. Dann machen wir das erstmal raus hier. Nein, nein, warte mal, das war keine Absicht. Gut. So, Beschwörung. Was haben wir gesagt? Zaubertränke und Kräuterkunde oder was? Dann nehmen wir das hier. Kleine gotische, kleine elektrische. Okay. Nehmen wir die. Warte. Kann ich die irgendwie drehen? So, soll ich doch einen Pflanztisch machen, ne? So, gotischer, botanischer, passt ja irgendwie so botanisch. Natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Schreibt sich der Beschreibung. Das ist ein Regal mit Totenkopf und Dings. Kann ich das nicht irgendwie. Hä? Hey? Ah! Wie will ich das gerade da hin haben?
Gut. So. Gut, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir stehen jetzt in der nächsten Zeit keine Festtage an. Dick wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich wüsste ein bisschen mehr über Dick. Können Sie mir mehr über Dick sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Dick hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich die Wolfsverwandlung verwenden? Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Gut, vielen Dank. Ich werde mich an Dick wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. So, Auftrag abgeschlossen, der Raum der Wünsche. Und wir haben weitere Flohflammen. So, was haben wir als nächstes? Auftragsmäßig. Für die nächste Folge mittlerweile sogar schon dann. Die Innendekoration. Ach, schon wieder was Neues? Confringo wird das werden. Gut, das machen wir nämlich als nächstes. Würde ich sagen. Oder ich überlege gerade, was wir schon hier sind. Das ist eine Nebenaufgabe. Das ist eine Hauptaufgabe, deswegen möchte ich gerne mal wieder eine Hauptmission machen. So, was wir auch demnächst noch machen werden, ist der Schulchampion mit den gekreuzten Stäben. Na, dann lass es dir schmecken, mein Freund. So, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Hier mit Sebastian und dem Zauber Confringo.